Herzlich willkommen zu unserem neuen Live-Video hier auf Skigebiete-Test. Katrin, servus, ich bin der Patrick. Hallo zusammen. Ja, ich darf euch zu unserem ersten Live-Video von unserer diesjährigen Kanada-Tour begrüßen. Und wie ihr seht, haben wir traumhaftes Wetter erwischt. Wir sind heute hier für euch in Mammoth Basin, dem Skigebiet unweit von Jasper in Alberta in Kanada. Mitten im Jasper National Park und landschaftlich ist es hier wirklich, wirklich richtig toll. Ich glaube, das kannst du bestätigen, oder Katrin? Ja, es ist wirklich absolut traumhaft hier. Ja, ihr fragt euch bestimmt, wo liegt Mammoth Basin überhaupt? Also es ist das nördlichste Skigebiet der kanadischen Rocky Mountains und liegt in der Provinz Alberta, welches die viertbevölkerungsreichste in ganz Kanada ist. Richtig, und da ist das nördlichste Skigebiet der kanadischen Rockies ist es auch das nördlichste Skigebiet der gesamten Rockies, weil recht viel weiter gehen die hier einfach nicht mehr nach oben. Ja. Genau, so schaut's aus. Ja, ich würde sagen, dann fahren wir mal eine Runde Ski, oder Katrin? Würde ich auch sagen. Gut, dann schalte ich mal hier bloß mal schnell um vom Selfie in den Frontmodus. So. Ja, und dann würde ich sagen, wir starten. Gehen wir Skifahren, oder? Los geht's! Oder? Oh ja, richtig, richtig tolle Pisten. Wie man sieht, es ist auch hier wirklich nicht so viel los. Das liegt daran, dass Mammoth Basin sehr weit entfernt liegt von den nächstgrößeren Städten, wie zum Beispiel Edmonton. Da sind es 4 Autostunden und von Calgary aus sogar 5 Stunden. Ja, richtig. Das sind dann auch die beiden Städte, mit den, wo die nächsten Flughäfen hier sind. Also sowohl Edmonton als auch Calgary haben einen Flughafen. Wir zum Beispiel sind von München aus über Toronto nach Edmonton geflogen. Ja. Es gibt aber genauso einen Direktflug von Frankfurt nach Calgary. Und das ist natürlich super praktisch von Deutschland aus oder sagen wir mal aus dem Dachraum. Was da noch Besonderes gibt, ist Air Canada. Da müsst ihr für Skigepäck nichts extra zahlen. Ja? Das ist bei eurem Flug inklusive mit dabei. Und das ist halt super praktisch. Richtig praktisch, das macht die Sache, den ganzen Flug, einfach deutlich günstiger. Also ziemlich cooles Angebot von Air Canada. Was natürlich auch richtig cool ist, ist der Schnee hier. Also es ist absolut nicht vergleichbar mit dem Schnee, den wir in Europa haben. Er ist viel, viel trockener und ja, man hat richtig Grip. Es macht einfach unfassbar viel Spaß zum Skifahren hier. So schaut's aus. Und Stichwort Skifahren würde ich sagen. Fahren wir wieder eine Runde, oder? Machen wir. Auf geht's. Los geht's. Ja, darf ich auch noch darauf hinweisen, wenn ihr Fragen hier zum Skigebiet Mammoth Basin in Jasper habt, dann kommentiert einfach hier in das Live-Video rein, stellt eure Fragen. Wir werden sie versuchen, euch umgehend zu beantworten. Also wir haben hier wirklich steile Pisten, genauso gut sind aber hier auch ganz, ganz viele bestmöglichst präparierte Pisten, wo man so richtig schön carven kann. Es ist wirklich für jeden was dabei hier
Buckelpisten ebenso. Was richtig Spaß macht, sind die Tree Runs. Das ist auch wirklich, da gibt es richtig Action hier. Und ja, wie gesagt, Tree Runs, magst du das mal erklären? Ich bin mir nicht sicher, ob jeder weiß, was das ist. Ja, das sind so Pisten, das gibt es bei uns eben in Europa nicht ganz so viel. Da führt die Piste direkt durch den Wald durch. Oftmals relativ schmale Wege und ja. Dann benutzt man die Bäume als Slalomstangen sozusagen. Zum Beispiel, genau. Ja, ist auf alle Fälle sehr witzig, macht sehr viel Spaß. Genau, dann wie gesagt, es sind sehr viele steile Hänge hier und unter anderem auch ein 18 Hektar großes Freeride-Gebiet mit dem Namen Tres Hombres. Hier sollte man wirklich nur reinfahren, ja, wenn man wirklich richtig guter Skifahrer ist, denn der Ausstieg, der ist relativ knifflig, obwohl der heuer auch verbessert wurde, trotzdem sehr schmal und ja, da wird einem alles abverlangt. Richtig, wir waren gestern schon dort. Ja. Richtig cooles Areal, aber da geht's halt auch richtig, richtig steil runter. Also wirklich nur was für die guten Skifahrer. Ja, könnt gerne mal hier in die Kommentare reinposten, wer denn meint, ein guter Skifahrer zu sein oder einen guten Skifahrer zu kennen. Falls ihr irgendwelche Freunde dabei markiert, die werden sich sicher freuen. Ganz bestimmt. Was gibt's sonst noch zu sagen? Hier sind 7 Lifte im Skigebiet. Einer davon ist ein Zauberteppich für Anfänger, ganz unten gelegen an der Talstation. Und die Liftkapazität beträgt hier 12.000 Skifahrer pro Stunde. Was natürlich dafür, dass hier nicht sonderlich viele Menschen unterwegs sind, sehr viel ist. Und ja, also Schlangen gibt es hier gar nicht. Genau, es ist einfach super praktisch, denn keine Warteschlangen an den Liften. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir weiter. Ihr stellt bitte fleißig Fragen, kommentiert hier unter das Video. Wer war schon mal in Kanada von euch? Wer von euch war schon mal in Kanada beim Skifahren? Ja, schreibt uns eure Erfahrungen. Wie habt ihr hier diesen geilen Schnee empfunden? Wir sind gespannt auf eure Kommentare. So, dann geht's jetzt gleich mal ein bisschen steiler weiter. Richtig. Dann los geht's. Ja, das macht Spaß, gell? Ja, absolut. Ja, wir sind hier jetzt schon an der Talstation. Diese Talstation ist in Kanada die höchstgelegenste. Ich glaube mit fast 1700 Metern. Hier seht ihr auch das Caribou Lounge Restaurant mit einer super Speisekarte. Hier könnt ihr Mittag essen oder einfach den Skitag gemütlich ausklingen lassen. Ist definitiv
einen Ausflug wert, dieses Restaurant? Ja, also gibt ein die Caribou Lounge, ein Bedienrestaurant. Ja. Und auf der anderen Seite im selben Gebäude ist auch noch ein Selbstbedienrestaurant. Also auch wieder für jeden etwas zu haben hier. Genau. Hinter mir seht ihr die zwei Lüfte, mit denen man quasi auf den Berg raufkommt, sprich ins Skigebiet einsteigt. Das ist der Eagle Express und der Canadian Rockies Express. Ja, und auch, Patrick, wenn du jetzt hier mal noch ein bisschen raufschwenkst. Sehr gerne, einen Moment bitte. Dann sehen wir hier einen der drei Funparks, wo Snowboarder, Skifahrer, wirklich jeder, der Lust hat und ein bisschen Action will, voll auf seine Kosten kommt mit ja, Jumps, Rails, Boxen. Was man halt so braucht, um Spaß zu haben. Genau. Genau. Ja, das Gegenteil davon befindet sich wiederum auf dieser Seite, denn hier ist dann die Skischule für die Anfänger, die hier auf einer wirklich super präparierten Piste, sehr breiten Piste, ihre Schwünge ziehen können. Genau, also da drüben seht ihr den Schoolhouse Chairlift. Das ist eben der Lift, der da entlang geht, wo wir jetzt zuletzt die letzte Piste runtergefahren sind. Und ja, einfach ein super cooles Gebiet, um Skifahren zu lernen. Ja, wie gesagt, es ist nicht so groß, aber es ist absolut kompakt. Es ist für jeden was dabei. Es macht wirklich unfassbar viel Spaß, hier Ski zu fahren. Ja, vor allem der Schnee ist echt toll. Die Pisten sind super präpariert. Es ist echt richtig cool. Genau. Ja, solltet ihr noch Fragen haben hier zum Skigebiet Marmot Basin bei Jasper, dann bitte fragt es einfach, schreibt es uns in die Kommentare. Wir werden sie euch auch im Nachgang an dieses Live-Video gerne noch beantworten. Ja, Katrin, dann? Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns die nächsten Tage in weiteren Skigebieten. Und zwar sind wir für euch noch in Nakiska und Castle Mountain unterwegs. Da sind wir auch schon richtig gespannt, was uns da erwartet. Schaut einfach rein, wir freuen uns. Und somit verabschieden wir uns jetzt, würde ich sagen, oder? Würde ich auch sagen. Gehen wir noch ein bisschen Skifahren und dann sehen wir uns bei unseren nächsten Live-Berichten hier auf Facebook. Genau. Also macht's gut. Servus, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.